Willkommen in Moskau, willkommen bei Eurosport. Zum letzten Mal melden wir uns heute vom Eishockey Izvestia Cup aus Moskau. Denn man sagt ja oft, wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören. Und wir hoffen, dass wir heute das schönste Spiel zu sehen bekommen. Ab 16:30 sehen Sie live das Spiel zwischen der UdSSR und Kanada. Hier geht es um den Turniersieg. Vorher zeigen wir Ihnen noch einmal Höhepunkte aus dem Spiel Kanada gegen GSSR. Und hier zunächst alle Resultate. Am ersten Tag spielte Finnland gegen die GSSR 3:5, Schweden, Kanada 2:3 und die UdSSR gewann gegen Deutschland 6:1. Zweiter Tag, GSSR Schweden 0:0, Kanada Deutschland 2:2, UdSSR Finnland 5:2. Die Ergebnisse des vierten Turniertages: UdSSR gegen Schweden 6:1, Deutschland verlor gegen Finnland 2:9 und GSSR gegen Kanada 4:5. Und der fünfte Tag, UdSSR, Tschechoslowakei, das haben wir live übertragen, 3:4, Deutschland, Schweden, 3:2 und Kanada, Finnland, 1:2. Ein Blick auf die Tabelle, Tabellenführer ist die UdSSR mit 6:2 Punkten vor Kanada, der GSSR, Finnland, die Bundesrepublik auf Rang 5 und auf dem letzten Platz, überraschend, die Schweden. Und heute ist schon das erste Spiel gerade zu Ende gegangen, noch nicht in der Tabelle enthalten. Finnland-Schweden 3:1. Und hier ein Blick in den Luzhniki Sportpalast in Moskau. Noch wird das Eis gemacht. Wie gesagt, liebe Eishockey-Freunde, gleich beginnt das entscheidende Turnierspiel im Luzhniki Park zwischen der UdSSR und Kanada. Und wir hören die Nationalhymne. Und hier das Team der UdSSR. Im Tor Arthur Irbe, der Lette aus Riga. Im Sturm sehen wir Kamensky, der die Torschützenliste anführt, der Mann mit der Nummer 13, mit der 15, Komutov, ebenfalls 3 Tore und 2 Assists. Und der 29, Sergei Fedorov, auch ein bekannter Mann. Und hier die Aufstellung des Team Kanada im Tor, heute wieder Warren Skordensky. Genauso bekannt und stark in den letzten Tagen wie sein Kollege, Mannschaftskollege in der Verteidigung, Jim Livens mit der Nummer 8, Wally Schreiber vom ERC Schwenningen, 12 Lane Lambert, der bereits in der WG in der Saison spielte, Brent Martin mit der Nummer 23, ebenfalls ein alter Bekannter, wenn sie in den letzten Tagen dabei waren. Und Schiedsrichter Håkan Björkman aus Schweden hat gepfiffen. Beide Mannschaften laufen sich noch etwas warm. Hier Arthur Irbe, der 22-Jährige von Dynamo Riga. Und hier Snegovic, das Maskottchen, der Schutzpatron dieses Turniers. Der Schneemann auf der anderen Seite, die Kanadier. Wie wir hier sehen, in Weiß mit dem Ahornblatt auf der Brust. Die Sowjets ganz in Rot. Der Luzhniki Sportpark nahezu ausverkauft. 17.000 Zuschauer heute Nachmittag an der Moskwa. Im Hintergrund rechts sehen wir Viktor Tichonov, den Cheftrainer der UdSSR. 0:0 und gleich geht's los. Schiedsrichter dieser Partie, Håkan Björkman aus Schweden, der Kaufmann aus Stockholm. Er hat in seinem Sortiment etwas ganz Besonderes, eigentlich typisch für ihn. Er verkauft nämlich Eishockey-Ausrüstung. Im Vordergrund Todd Truby mit der 16. 3 Tore hat er bisher für Kanada hier erzielt und ist damit der erfolgreichste Torschütze seines Teams. Auf geht's also
und als Trubi. Aber zunächst einmal abgefangen von den Sowjets, die mit ihrer ersten Linie da sind. Mit Kamensky, Bykov, dem Kapitän, und Komutov. Hier Konstantinov, der Verteidiger, mit der 22 von ZSKA Moskau, 22 Jahre alt. Und die erste Möglichkeit, aber abgeprallt. Da ist aber wieder Torschuss. Kamensky, der enorm gefährliche Torjäger. 1,89 groß, 90 Kilo schwer, ein rechter Brocken. Auf diesen Mann muss man aufpassen. Dreimal hat er getroffen, zweimal die Vorlage gegeben. Aber auch insgesamt 16 Minuten auf der Strafbank hier in Moskau bei diesem Turnier verbracht. Einige Spieler mit dem Plexiglasschutz vor den Augen. Das ist aber Unsinn, hat diesen Schutz ja für alle Spieler gefordert. Nach dem bösen Foul gegen den Rosenheimer Manfred Ahne in der letzten Woche beim Länderspiel gegen die Schweden. Dave King, Kanadas Coach, wie immer mit Kaugummi. Das Team Kanada in den hellen Trikots von links nach rechts. Aber die Uhr, das ist ja im Angriff. Ich möchte hier von Anfang an das Kommando übernehmen. Möglichst schnell für die Entscheidung sorgen. Denn man weiß um den Kampfgeist der Kanadier. Scheibu, Scheibu, die Rufe von der Tribüne. Wenn Sie Eishockey-Freunde sind, liebe Zuschauer von Eurosport, dann kennen Sie diesen Schlachtruf der Sowjets. Ihn hört man bei allen Weltmeisterschaften. Viktor Tichonov noch etwas aufgeregt zu Beginn hier. Bei den Kanadiern erinnert man sich ja besonders gerne an das Isvestia-Turnier im Jahr 1987 zurück. Da gewann man hier den Kristallpokal vor der UdSSR im entscheidenden Spiel, siegte Kanada mit 3:2. Zwei Tore erzielte damals Ken Barry, der da noch für den SV Bayreuth spielte und heute sehr erfolgreich im Trikot von EDOS München spielt. Tja, das war das einzige Mal, dass die Kanadier hier gewonnen haben bei diesem Turnier, das seit 1967 stattfindet. 17 Mal siegten die Gastgeber, die Sowjets, und viermal die GSSR, die auch heute noch die Möglichkeit hat, mit einem Sieg über die deutsche Mannschaft bei einer gleichzeitigen Niederlage der UdSSR hier den Pokal zu gewinnen. Arthur Irbe zum ersten Mal im Einsatz. Dieser Arthur Irbe, er wird natürlich wie alle talentierten Torhüter sofort wieder mit dem legendären Tretjak verglichen. Aber Irbe ist sehr zurückhaltend. Er sagt, bitte vergleicht mich nicht mit diesem Supermann. Denn Tretjak ist Tretjak und Irbe ist Irbe. Das ist nur eine Belastung für mich, wenn ich mit so einem Mann verglichen werde. Wechsel bei beiden Teams. Playstyle mit der 26 sehen wir hier. Die Kanadier sagten ja, wir wollen erst einmal die Anfangsphase ohne Gegentor überstehen. Und dann wird es schon gut laufen für uns. Wir wissen ja, im letzten Drittel sind sie besonders klasse. Da haben sie aus einem 0:1 einen 3:2 Sieg gegen Schweden gemacht. Und da haben sie auch noch das 0:2 gegen die deutsche Mannschaft aufgeholt. Durch Tore von Wolli Schreiber und Grant Martin, als es 2:2 hieß. Grant Martin hier vorerst noch auf der Bank. Er hat eine Grippe, ist außerdem am Knie verletzt. Soll nur, wenn überhaupt, sporadisch eingesetzt werden. Unser Kollege Wolfgang Olsem hat noch kurz vor dem Spiel mit ihm gesprochen. Er sagt, mir geht es gar nicht so gut. Ich habe Fieber.
hätte eigentlich zu Hause im Hotel bleiben müssen, im Sporthotel hier. Struwi wird da gehalten und er aber raus. Die Kanadier wohnen wie die deutsche Mannschaft im Sporthotel. Man ist da nicht ganz zufrieden. Eine Art Jugendherberge, sagen die Kanadier. Ja, und die Kanadier beklagen sich auch über den häufigen Gang zur Toilette. Ja, es gibt warmes Bier und kalte Suppe. Und wenn man da nicht einen guten Magen hat, dann verträgt man das nicht. Viktor Tichonov, ungewohnt agil, sonst der große Schweiger hinter der Bande. Er hat hier auf seinen Starverteidiger Kasatonov verzichtet. Er hat zwar noch nicht bei der NHL unterschrieben, ist aber in Verhandlungen mit den New Jersey Devils. Und das reicht für einen Viktor Tichonov sofort aus, um ihn kalt zu stellen, um ihn nicht mehr zu berücksichtigen. Damit fehlt ihm jetzt die komplette erste fünf früherer Weltmeisterschaftsjahre, die Verteidigung Fetisov, Kasatonov und der KLM-Sturm Trutow, Larionov und Makarov. Bis auf Kasatonov spielen sie bereits alle in der NHL und er soll jetzt folgen. Schusschance für Vyacheslav Bykov, dem Sturmführer und Mannschaftskapitän der UdSSR vom ZSKA Moskau. Einer der erfahrenen Leute im Team der UdSSR mit 29 Jahren. Igor Kravtschuk hatte hier vorgelegt, der erste Sturm und die erste Verteidigung von ZSKA Moskau auf dem Eis. Die Parteizeitung Izvestia hatte ja die russische Mannschaft nach der Niederlage gegen die Tschechoslowakei kritisiert. Nur diese erste Reihe hier wurde gelobt. Ansonsten sagte man, es wird viel zu viel in Einzelaktionen gespielt. Man hält den Puck zu lange und es kommt kein rechtes Kombinationsspiel auf. Sehr kritisch, wie man also hier mit der Truppe von Viktor Tichonov umgeht. Man weiß ja auch noch nicht in Moskau, ob Viktor Tichonov, der in der letzten Zeit von früheren Spielern hart kritisiert wurde, am Ende der Saison weitermacht. Es wird gemunkelt, dass er nach der Weltmeisterschaft in der Schweiz aufhört. Möglichkeit für die Kanadier. Struwi. Und das gibt 2 Minuten. Da hat er seinen Gegenspieler von den Beinen geholt. Komutov lag auf dem Bauch. Und Struwi, der Strafbankkönig, muss auf die Bank. Dennoch hier nochmal die gute Chance für das Team Kanada. Da hatte die Nummer 12 der Kanadier, Lane Lambert, eine gute Schusschance und dann eigentlich ein unnötiges Foul von Todd Struwi. Es war ja fast noch im Verteidigungsdrittel der Sowjets und das sind die ersten schweren 2 Minuten für das Team Kanada. Die Sowjets mit einem Mann mehr auf dem Eis in den nächsten 2 Minuten. Da wird einige Arbeit auf Kanadas Torhüter Warren Skorodenski zukommen. So, jetzt mit der ersten Reihe mit Kapitän Bykov und den beiden Außenstürmer Kamensky und Komutov. Aber zunächst die Kanadier, Herr der Situation, haben den Puck erstmal rausgeschlagen. Igor Kravtschuk baut da neu auf. Komutov jetzt ein toller Schlittschuhläufer, schlägt den Puck ins Angriffsdrittel und jetzt sucht man die Aufstellung fürs Powerplay. Kamensky lauert vor dem Tor, der Mann mit der 13. Powerplay der UdSSR gegen die Tschechoslowaken nicht unbedingt überzeugend. Da hat man sicherlich im Training noch einiges geübt. Da hat Viktor Tichonov sicherlich noch einige Worte dazu gesagt, wie sehr ihm das missfallen hat. Wolli Schreiber hat davor gecheckt. Aber die Sowjets wieder im Angriffsdrittel. Weitere Möglichkeit. Kravtschuk. Konstantinov, aber wieder ist der Puck raus. Gut, wie die Kanadier das machen. Graves fasst da gleich nach. Und zum dritten Mal müssen die Sowjetrussen einen neuen Angriff aufbauen. Aber das war auch nicht so nach dem Geschmack von Viktor Tichonov, können wir uns hier vorstellen. Komutov zu Bykov, aber etwas zu weit. Und Kravtschuk.
1:0 für die UdSSR durch Igor Kravtschuk, den 23-jährigen Verteidiger vom ZSKA Moskau. Und da jubeln die Fans, da werden die roten Fahnen geschwenkt. Hier sehen wir es noch einmal. Komutov zu Bykov, der kommt gar nicht recht ran, aber schlecht von Skorodenski. Und da kommt Kravtschuk mit einem Kraftschuss und 1:0 für die Sowjets hier zu Hause im Luzhniki Park. Und soeben erfahren wir, dass mittlerweile das erste Drittel in der Partie zwischen der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland beendet ist. Die CSSR führt nach den ersten 20 Minuten mit 2:0. Hier sind 5 Minuten und 29 im ersten Drittel gespielt. 1:0 steht's für die UdSSR, für den Gastgeber gegen das Team Kanada. Torschütze war Kravtschuk. Ja, da hat man wunderbar die Überzahl ausgenutzt. Todd Struby saß ja nach seinem unnötigen Foul auf der Strafbank. Und wieder Möglichkeit für die Nummer 29, Sergei Fedorov. Und da hatte Voron Skorodenski Glück. Wieder hat er den Puck nach vorne wegprallen lassen. Das ist zu gefährlich. Da sind die Sowjets auf der Hut. Das kennen sie. Und jetzt auf der anderen Seite ganz sicher Arthur Irbe. Ja, das haben wir von diesem Voron Skorodenski auch in den letzten Tagen schon gesehen, dass er häufig den Puck nach vorne abprallen lässt. Das ging bislang noch gut, aber gegen die Sowjets darf man sich solche Schwächen nicht erlauben. Und die nächste Chance für die Sowjetunion, Fedorov. Meine Güte, ist das ein Auftakt, ist das ein Druck der Sowjetunion? Das ist natürlich genau nach dem Geschmack eines Viktor Tichonov und die UdSSR weiter im Angriff. Da läuft die Kombinationsmaschine der Eissputniks. Solche Angriffe haben wir gegen die CSSR nur wenig gesehen. Und jetzt müssen die Kanadier auf der Hut sein, nicht gleich hier überrannt zu werden. Sie wollten ja ein frühes Tor verhindern. Aber das ist natürlich gegen die Sowjetunion leichter gesagt als getan. Es ist ihnen nicht gelungen. Die Sowjetunion führt schon in der 7. Minute mit 1:0. Kontermöglichkeit. Oh, wieder ein Revanche-Foul. Warum macht er das? Aber hat Glück. Håkan Björkman hat nicht gepfiffen. Das waren klassische 2 Minuten. Und Schussmöglichkeit. Aber Jim Levins hat jetzt aufgepasst. Der Verteidiger versucht es alleine. Gibt nach innen, aber Wally Schreiber wird da abgeblockt. Serge Bovea mit der 15. Ja, das Team Kanada muss sich jetzt finden im Angriff. Bislang noch keine Überzeugung. Oh, Kontermöglichkeit. Maslenikov legt zurück. Da ist er wieder, Maslenikov, der gegen die Tschechen einen Penalty verschossen hat. Lavsin dazwischen, Wally Schreiber, wieder Lavsin und Serge Bovea. Jetzt müssen sie kämpfen in der Abwehr. Ja, ein 2:0 für die Sowjetunion wäre vielleicht schon zu viel für das Team Kanada hier in Moskau. Und hier die große Chance für die Sowjetunion zum 2:0, aber Glanzparade von Voron Skorodenski. Anatoly Stepanichev aus Kiew, der Mann hat es versucht und da hat Skorodenski seinen Fehler vom Tor wieder gut gemacht. Hier sehen wir noch einmal, ganz alleine fährt der Sowjetrusse auf ihn zu. Lavsin versucht ihn noch zu haken und Skorodenski mutig wirft er sich dem Puck entgegen und hat ihn unter sich begraben. Ja, ein spannendes Spiel, ein temporeiches Spiel hier im ersten Drittel zwischen der UdSSR und den Kanadiern. Man kann sagen, Voron Skorodenski hat seinen Fehler vom 0:1 mit dieser Glanzparade gegen Stepanichev wieder gut gemacht. Mit diesem Auftakt kann die UdSSR, kann Viktor Tichonov mehr als zufrieden sein. Sein Team ist hier spielbestimmend. Hat die Kanadier voll im Griff und die nächste Chance. Ja, aber auch gegen die CSSR ging man hier 1:0 in Führung. Dann der verschossene Penalty von Maslenikov. Und dann kamen die Jungs von Dr. Pavel Wohl
und gingen ihrerseits 2:1 in Führung. Also ein Beispiel für die Kanadier, wie man das macht. Allerdings nicht so wie eben, als man ins Abseits fuhr. Hier die kanadischen Fans. Dave King. Bulli an der blauen Linie. Zu unserer Kamera einer der besten Verteidiger bei diesem Turnier. Die Nummer 28, der Kanadier, Brad Schlegel. Er hat einige Schüsse von der blauen Linie abgefeuert. Das Bulli wird ausführen, Lane Lambert. Vielleicht gelingt ihm ja heute endlich mal ein Tor, dass wir seinen Lambada, den er in Düsseldorf immer aufgeführt hat, diesen Tanz uns auch einmal zeigen kann. Die Sowjets derzeit immer noch einen Schritt schneller, etwas fixer, geistig beweglicher und deshalb auch verdiente Führung der Sowjetunion durch das Tor von Kravchuk in der 6. Spielminute gegen das Team Kanada. Bei einer Umfrage unter den Trainern haben ja bis heute die Kanadier die besten Kritiken bekommen. Eigentlich zu Recht, mit Ausnahme des Lapsuses gegen Finnland, als man trotz Überlegenheit, trotz hoher Überlegenheit 2:1 verlor, haben die Kanadier hier fantastische Spiele geliefert. Todd Strubey, einer ihrer Recken. Oh, wieder Stockstellen. Herr Björkmann hat schnell mal die Augen zugemacht. Völlig unverständlich, warum die Kanadier so hart im gegnerischen Verteidigungsdrittel spielen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Sicherlich will man den Sowjets den Schneid abkaufen, aber das macht man besser mit Checks, die erlaubt sind, mit Bodychecks und nicht mit Stockstellen. Da hat Hakan Björkman, der schwedische Schiedsrichter, nun zweimal die Augen zugedrückt, aber das auch ein drittes Mal machen wird, ist sehr fraglich. Ein Blick in die vollbesetzten Ränge. Ja, die Stimmung bei diesem Isvestia Cup war ja insgesamt relativ gut. Natürlich nicht so gut wie bei der Düsseldorfer EG an der Bremenstraße, aber zumindest besser wie bei der letzten Weltmeisterschaft in Moskau im Jahre 1986. Da hat sich doch einiges gebessert. Mittlerweile darf man auch Fahnen mit hier in die Stadien nehmen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber bei der Weltmeisterschaft wurden einem noch die Fahnen abgenommen. Das ist jetzt nicht mehr so. Und hier 2 Minuten gegen Kanada. Bobby Dollars hat es da erwischt. Das hat sich schon angekündigt. Zu unfair arbeiten die Kanadier mit dem Stock. Fedorov hier. Und da Crosscheck von Bobby Dollars. Diesmal hat Herr Björkmann nicht mehr die Augen zugedrückt. Hier sehen wir es nochmal, klare Sache. Zum zweiten Mal in diesem Spiel sind die Kanadier in Unterzahl. Und jetzt zieht er sich gleich aus, das muss auch nicht sein. So warm ist es nicht in Moskau, der Bobby Dollars, obwohl nach dem Tauwetter jetzt auch noch der Nebel hinzugekommen ist. Ungemütlich ist es in der sowjetischen Hauptstadt. Powerplay der Sowjetunion mit einem Schlagschuss von Igor Stelnov. Unmöglichkeit, aber ins Abseits gelaufen. Die UdSSR, die jetzt nicht die erste Reihe auf dem Eis hat, die ja das 1:0 erzielt hat. Die UdSSR mit einem Spieler mehr auf dem Eis und einem Tor mehr auf dem Konto. Die Russen führen mit 1:0 durch das Tor von Kravchuk und jetzt Überzahl für die Sowjetunion, die sie in den dunklen Trikots sehen, da Bobby Dollars auf der Strafbank sitzt. Wieder sind die Sowjets ins Abseits gelaufen.
Schön hatten sich die Kanadier da an der blauen Linie formiert. Also bei dieser zweiten Strafzeit noch kein Powerplay-Spiel aufgekommen. Jetzt der Fedorov-Sturm, der Mann mit der 29, der ja kürzlich beim 7:3 in Biel gegen die Schweiz so ein sensationelles Eigentor gegen Arthur Irbe geschossen hat. Dieses Tor wird in die Geschichte eingehen. Ich hatte einen Blackout, sagt er. Und Möglichkeit gehalten von Livins. Gut, es ist ja in der Grundaufstellung. Die Kanadier müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht auch noch das 0:2 kassieren. Das könnte gegen die Sowjetrussen vielleicht schon die Vorentscheidung sein, denn wenn die Kombinationsmaschine der Spieler aus Moskau, Riga und Kiew erstmal ins Gang kommt, dann ist sie so leicht nicht mehr zu stoppen. Das haben wir zum Beispiel gesehen beim 6:1-Sieg der Russen gegen die Schweden oder auch beim klaren Erfolg gegen die Bundesrepublik. Bouvet und Schreiber stemmen sich da mit ihren Verteidigerkollegen den Sowjets entgegen und Schussmöglichkeit für Wladimir Konstantinov. Oh, 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 da geht es wild her vor dem Tor der Kanadier, die sich jetzt endlich befreien können, und schneller Wechsel. Aber der Druck der Sowjetunion hält an. Mitte 9, Alexej Tatschuk jetzt. Maslenikov. Pass in die Mitte. Oh, und da ist der Puck. Ist er im Tor? Na, der Torrichter sagt nein. Goran Skorodenski hatte ihn noch am Pfosten mit dem Schlittschuh festgeklemmt. Und hier sehen wir noch einmal die Zeitlupe. Packende Szenen vor dem kanadischen Tor. Da prallt der Puck an den Pfosten, aber dann packt Warren Skorodenski zu. Es bleibt beim 1:0 für die Sowjetunion im Spitzenspiel des letzten Turniertages beim Izvestia Cup gegen Kanada. Sie sehen diese Partie live bei Eurosport. Kanadier jetzt wieder komplett. Bobby Dollars ist von der Strafbank zurück. Die größte Gefahr ist erstmals überstanden. Und Kontermöglichkeit über Blaisdell. Ja, und das muss der Ausgleich sein. Und Irbe. War das eine Torchance für Steve Graves, der in Turku in Finnland derzeit sein Geld mit Eishockey verdient? Zwei Tore hat er in diesem Turnier schon erzielt. Dieses dritte wäre so wichtig gewesen. Jetzt sehen wir es noch einmal nach diesem Abwehrfehler. Aber Arthur Irbe, der 22-Jährige aus Riga. Viktor Tichonov wollte ihn ja längst zum ZSK Moskau holen. Aber er sagt, ich habe in Lettland meine Familie und da möchte ich gerne bleiben. Hier einige Souvenirs, die Uhren. Auf 7 Uhr, 2 Stunden Zeitunterschied zwischen uns und Moskau. Bei Ihnen zu Hause ist es kurz vor 5, hier kurz vor 7. Warren Skorodenski am Boden hat jetzt langsam seine Sicherheit wiedergefunden. Hier einige Strahlemänner von der Turnierleitung. Ja, noch immer kann sich das Team Kanada nur sehr, sehr schwer vom Druck der sowjetischen Mannschaft befreien. Immer wieder Powerplay-Situationen, obwohl beide Spieler mit gleich viel Spielern auf dem Eis sind jetzt. Red Schlegel wurde da ausgetrickst. Man merkt, die Sowjetunion will in dieser Partie die frühzeitige Entscheidung und hat die nächste Torchance. Oh, da kommt der Pass nicht. Ein kanadischer Verteidiger hat sich da noch dazwischen geworfen. Aber die Sowjets checken wunderbar vor. Im Moment kommt man bei den Kanadiern kaum aus dem eigenen Drittel raus wie eben. Schon sind die Sowjets wieder da. Wunderbares Passspiel auf Kamensky. 3 Tore hat er schon geschossen, abgeprallt.
blitzschnell sein Antritt. Wir haben das gerade gesehen. Das sind immer harte Aufgaben für die Verteidiger, wenn man gegen einen solchen Mann spielen muss, gegen diesen Valery Kamenski. Er hat bei der Weltmeisterschaft in Stockholm bereits überzeugt und gezeigt, dass er ein ganz, ganz großer im Eishockey werden kann. Wolons Kodedenski mit seinen Schonern wehrt er diesen Puck nach vorne ab. Ja, dieser Valery Kamenski, Viktor Tichonov sagt, das ist der Mann, der mir hier Makarov ersetzt. Und man sieht wirklich, dieser Kamenski, dieser 90-Kilo-Mann, hat hier etwas drauf. Selten haben wir Viktor Tichonov so aufgeräumt, so aggressiv gesehen. Aber er will natürlich hier zum 18. Mal mit seinem Team den Pokal der Parteizeitung Izvestia gewinnen. Ja, das wäre natürlich auch ein schöner Erfolg für Viktor Tichonov, in dieser jungen Mannschaft den Izvestia Cup zu gewinnen. Das hatte man ihm vielleicht gar nicht so unbedingt zugetraut. Die Stimmung vor Turnierbeginn war gar nicht so gut. Man erwartete von der russischen Mannschaft gar nicht so viel. Man ist jetzt natürlich umso glücklicher, dass man vor diesem letzten Turniertag auf Platz 1 der Tabelle lag. Aber wie das am Ende aussehen wird, das ist noch lange nicht entschieden. Denn auch die JSSR kann noch Turniersieger werden. Sie führt nach dem ersten Drittel gegen die Bundesrepublik mit 2:0. Bobby Dulles ist da der Helm hochgegangen im Kampf. Und Ken Lovsin bringt wieder Ruhe ins Spiel, aber auch er wird abgedrängt. Wolle Schreiber, Danny Kretten, der jetzt mit Bovea und Schreiber in einem Sturm spielt. Wie gesagt, Grant Martin, der andere Schwenninger, hat die Grippe und ist am Knie verletzt. Wechsel bei den Sowjets, fliegend wird gewechselt, ein schnelles Spiel. Allerdings mit einem deutlichen Übergewicht für die sowjetische Mannschaft. Und Weitschuss, Wolon Skorodenski wehrt ab. Wieder ein Foul. Am linken Bildrand haben Sie es gesehen. Da bleibt kein Auge trocken. Man möchte nicht meinen, dass bisher die Sowjets hier die unfairste Mannschaft war. Und die Kanadier die zweitfairste. Schauen Sie sich das an. 15 Minuten und 33 Sekunden sind gespielt im Luzhniki Sportpark zwischen der UdSSR und Kanada. 1:0 führen die Sowjets vor etwa 17.000 Zuschauern im Luzhniki Sportpark. Yurchi Chipischin von Spartak Moskau beim Bulli gegen Danny Cretton, der sich durchsetzt erst einmal. Aber dann kommt Kravchuk, der Torschütze, zum 1:0. Brett Schlegel liegt auf der Scheibe. Bulli vor dem Tor der Kanadier. Ja, diese Zweikämpfe an der Bande, wir haben schon einige gesehen, die sind schon wirklich mitreißend. Mit Haken und Ösen wird da gekämpft auf beiden Seiten. Das haben sich die Sowjets in der NHL vor Jahren abgeguckt. Sie kamen immer nicht zurecht mit dem körperbetonten Spiel der Kanadier und der Amerikaner. Dann hat man gesagt, wir müssen einfach häufiger gegen die NHL-Teams spielen, um diesen harten Zweikampf, um diesen Einsatz Mann gegen Mann zu lernen. Das hat man mittlerweile gelernt. Man sieht es wirklich an der Strafminuten-Statistik. Da führt nämlich derzeit die Sowjetunion. Vor der Saison war ja Stanley Cup Gewinner Calgary Flames und die Washington Capitals zu einer Tournee in der Sowjetunion. 6 Siege gab es für die beiden Mannschaften und 2 Niederlagen. Und da konnten die Sowjets sich einigen Anschauungsunterricht nehmen. In der NHL ist die Eisfläche, liebe Eissportfreunde, Sie wissen es vielleicht, hier etwas kleiner. Da ist das körperbetonte Spiel
ganz anders in Szene zu setzen, als hier bei der, sagen wir mal, Normaleisfläche in Moskau, wo es bei der Mini-WM und den Isvestia-Pokal geht. Und 1:0 für die Sowjets in Rot von rechts nach links gegen Kanada. Schön gemacht. Aber die Kanadier nach wie vor fast nur in der Defensive. Sie haben es eben wieder gesehen, die Pässe beim Spielaufbau, die kommen nicht. Man ist einfach zu stark unter Druck. Hat alle Hände voll zu tun, die Angriffe der Sowjets abzublocken und abzufangen. Graves hatte da einen Angriff eingeleitet, aber abgepfiffen wegen der kleinen Rangelei vor dem Tor. Hier wird noch einmal ein neuer Stock umwickelt, dass er nicht so leicht abbricht. Und Bulli vor dem Tor von Arthur Irme. Vielleicht haben Sie sich in den letzten Tagen schon häufiger gewundert, dass die Spieler dann ohne Stock weiterspielen, wenn er auf dem Eis zerbricht. Das ist auch nicht erlaubt, diesen angebrochenen Stock wieder aufzuheben, denn das ist zu gefährlich für die Mitspieler. Man muss den Stock liegen lassen und erst wieder zur Bande fahren, um sich einen neuen Stock zu holen. Aber ich schaue es für die Sowjets durch die Nummer 27, Vjatcheslav Bykov. Immer wieder ist er dabei, wenn es vor dem Tor der Kanadier brennt. Ja, der Kapitän, der auch schon Meinungsverschiedenheiten mit Viktor Tichonow hatte. Deswegen bei den Vorbereitungsspielen in der CSSR nicht dabei war. Aber jetzt ist er zum Kapitän bestimmt worden wieder. Und führt die erste Linie Möglichkeit für die Kanadier, Lane Lambert. Das hat er schwach gemacht, da waren die Kanadier in Überzahl und haben das nicht schön herausgespielt. Kontermöglichkeit für die Sowjets, das wird jetzt gefährlich. Und Skorodensky. Schon wieder eine große Chance für die Sowjets durch Komutov. Schlecht zurückgespielt, Strubi. Gegen die Nummer 3, gegen Igor Kravtschuk. Komutov lauert da. 3 Tore hat er bereits erzielt. Schön in das Drittel hineingefahren. Jakin, der Mann aus Sverdlovsk. Und jetzt Steve Graves. Aber ganz alleine erstmal. Kravtschuk drückt ihn an die Bande. Und Möglichkeit. Oh, da geht's rund. Aber Irbe hatte die Hand auf der Scheibe. Und jetzt die erste Boxeinlage hier im Spiel. Wally Schreiber geht dazwischen, sagt Jungs. Langsam, das gibt nur Strafminuten. Trotz Trubi hatte da wieder mal die Rechte rausgehauen. Ja, er hätte durchaus auch Boxer werden können. Hier aber nochmal die Torchance. Unsicherheiten in der Sowjetabwehr zum zweiten Mal. Jetzt schauen Sie. Aber Irbe hat Glück, sah die Scheibe und legte die Hand drauf. Graves ist auch mit dabei. Mal sehen, wer jetzt brummen muss. Ja, Graves, den Mann mit der 17, hat es erwischt. 2 Minuten zum dritten Mal für die Kanadier. Aber auch die Sowjets mit einem Mann weniger. ...18:32 gespielt. Die Schlussphase des ersten Drittels ist also in vollem Gange. Die Kanadier liegen hier mit 0:1 zurück, konnten sich aber in den letzten Minuten jetzt doch etwas vom Druck, vom starken Druck der Sowjets befreien. Das war auch wichtig, denn das 2:0 für die UdSSR lag bereits in der Luft. Chistiakov jetzt. Jetzt sind die Techniker gefragt, wenn es 4 gegen 4 heißt. Aber schönes körperbetontes Spiel von Bobby Dollars. Letzten 60 Sekunden gegen Andrei Lomakin.
Olli Schreiber, der Schwenninger. Gegen die Deutschen schoss er ein Tor. Vielleicht gelingt es ihm auch hier, Serge Bobert. Wieder Schreiber. Oh, hätte man auch Stockstellen pfeifen können. Das war jetzt ausgleichende Gerechtigkeit. Chance für die Sowjets durch die Nummer 4, Igor Skelnov vom ZSKA Moskau. Aber da hatten die Linesmen eine kleine, klare Abseitsposition übersehen. Hätte man abpfeifen müssen. Aber die Linesmen kommen ja aus der Sowjetunion, aus finanziellen Gründen. Dennoch ist es ungeschickt, wenn sie hier Partei ergreifen würden, aber vielleicht war es ja nur ein Versehen. Ja, auch ein deutscher Schiedsrichter war beim Miss Vestia Cup im Einsatz. Herr Radosai aus Landshut, auch er hat bereits ein Spiel gepfiffen, aber in diesem Augenblick ist das erste Drittel zwischen Kanada und der Sowjetunion beendet. 1:0 steht es für die Sowjets durch das Tor von Kravchuk in der sechsten Minute. Teams gehen in die verdiente Pause. Beide Mannschaften jeweils noch mit einem Spieler auf der Strafbank. Kanadier schauen nicht gerade sehr zufrieden aus. Kein Wunder. 1:0 heißt es für die Sowjets. Hier im Luschniki Sportpark, aus dem wir uns nach einer kleinen Pause gleich wieder melden. Und dazu brauchen die Sowjets nach den Spielständen dieser Zeit hier im Augenblick einen Sieg, denn bei einem Unentschieden wäre die CSSR Sieger hier beim Miss Vestia Pokal, weil die CSSR ja gegen die deutsche Mannschaft in Führung liegt. Das haben wir Ihnen gesagt, liebe Eishockey-Freunde. Und die CSSR dann punktgleich wäre mit den Sowjets bei einem Unentschieden hier, wie gesagt. Und dann zählt der direkte Vergleich, der 4:3 für die Tschechoslowaken endete. Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik. Erst steht es einmal hier 1:0 für die Sowjets. Ken Lafsin versucht da zu stören. Beide Teams wieder komplett. Olli Schreiber setzt sich da mit dem ganzen Körper ein. Daneben Fedorov und Igor Kravchuk vom ZSKA Moskau. Ja, Viktor Tichonov. Im ersten Drittel sehr, sehr aktiv. Bei ihm merkt man die Spannung, den Druck, der auf ihm lastet. Er muss eine neue Mannschaft formen und da hat er nicht lang Zeit, denn die nächsten Weltmeisterschaften kommen bestimmt. Und zwar Ende April sind sie in Fribourg und Bern. Und da erwartet man natürlich von ihm wieder den Weltmeistertitel. Kravchuk gegen Bovea. Schön gespielt jetzt von den Sowjets. Aber Olli Schreiber, er gefällt mir heute sehr gut. Sehr agil dazwischen. Der linke Flügelstürmer auf der rechten Seite. Jetzt Jim Livins von Torgajew. Schön gecheckt. Und Skorodenski. Er hat seine Sicherheit endlich gefunden. Zur Freude der Kanadier. Denn Warren Skorodenski hat ja hier in dieser Woche tolle Spiele gezeigt. Da verzeiht man ihm vielleicht diesen Fehler hier beim 1:0, den er inzwischen längst wieder gut gemacht hat. Hier mit dem Rücken zu uns die Nummer 11, Igor Maslenikov. Er hat ja schon zwei Penaltychancen gehabt gegen die deutsche Mannschaft. Hat er den Penalty verwandelt, gegen die CSSR verschossen. Oh, schwach gemacht und Kontermöglichkeit über Danny Kretten, der jetzt in zwei Stürmreihen gleich spielt. Ein enormes Laufpensum erledigen muss, denn im anderen Sturm bei Olli Schreiber und Serge Bovea muss er ja den Verletzten und Erkrankten Grant Martin ersetzen.
Schiedsrichter 4, Igor Stelnov. 8 Strafminuten hat er bisher abräumen müssen. Ist damit Sünder Nummer 2 hinter Sergej Kamenski. Und die Sowjets, Maslenikov. Richard Hatschi zu Brett Schlegel. Fehlpass. Ja, die Kanadier haben nach wie vor Probleme beim Spielaufbau. Das haben wir im ersten Drittel gesehen. Und das sehen wir auch zu Beginn des zweiten Spieldrittels. Oh, Schipiszin vor dem Tor, ganz schön aggressiv. Aber auch Odelin an der Bande. Hier wird sich nichts geschenkt. Hatschi wieder verliert den Puck an Schipiszin. Unerlaubter Weitschuss der Kanadier. Bulli vor dem Tor von Warrens Korodensky. Ja, das macht man immer, wenn man wechseln will. Dann paste man den Puck über das ganze Feld. Dann gibt es zwar ein Bulli vor dem Tor, aber man kann auswechseln. Hier einige kanadische Fans und Coach Dave King. Jim Levins, der in Finnland spielt zurzeit bei Kouvola. Aber die Pässe kommen noch nicht an. Die Kanadier hoffen wahrscheinlich auf den einen oder anderen Konter in dieser Begegnung. Wenn sich die Sowjets vielleicht mal zu weit nach vorne wagen. Das haben sie auch bei der Weltmeisterschaft in Stockholm praktiziert. Das ist allerdings im alles entscheidenden Spiel gegen die Sowjets nicht gut gegangen. Da verlor man mit 3:5, allerdings in einem sehr, sehr packenden Spiel, das die Zuschauer in Schweden von den Sitzen riss. Allerdings musste man dann die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft den Sowjets überlassen. Konstantinov muss da zurücklaufen. Jetzt im zweiten Drittel. Noch kein Schwung drin. Kein Vergleich zum ersten Abschnitt, als es richtig rund ging. Die Kanadier sehr solide hier. Aber vor dem Tor bisher erst zweimal gefährlich. Aber jeweils hatte da Arthur Irbe aufgepasst. Oh, da kann man halten pfeifen, jawohl, hat er auch getan. Und Möglichkeit zum Ausgleich. Oh, da schlägt er über den Puck Dimitri Tristschich. Aber vorher 2 Minuten angezeigt gegen Jim Levins. Er hatte seinen Gegenspieler gehalten. Hier sehen wir es noch einmal. Ja, das hätte er gehen lassen müssen. Zu lange hat er gehalten. Und jetzt hier die Möglichkeit. Und das war schon anfängerhaft von Dimitri Tristschich aus Kiew. Aber ist das 20 Jahre, er lernt das noch. Auf jeden Fall 2 Minuten gegen Jim Levins. Nach dem Foul gegen Vyacheslav Bykov. Und das wird wieder ein schweres Stück und hartes Stück Arbeit für Warrens Korodensky im Tor der Kanadier. Den die UdSSR jetzt mit einem Spieler mehr auf dem Eis. Acht Strafminuten bisher gegen Kanada, 2 gegen die UdSSR, die allerdings jetzt mit insgesamt 71 Strafminuten die Sünderliste anführt. Aber im Spiel steht es 1:0 für die Sowjets durch das Tor von Kravtschuk. Bouvier, er kommt immer, wenn es gilt, in Unterzahl zu verteidigen. Und da ein harter Check an der Bande. Das ist das kanadische Eishockey. Komutov schießt. Oh, da hat Korodensky den Kopf eingezogen. War das eine Granate? Bjakin. Wieder Komutov.
Schön gesehen auf der anderen Seite Kamenski, aber verpasst den Puck. Ja, dieser Pass war etwas zu scharf für Kamenski, seinen Mannschaftskollegen vom ZSKA Moskau, aber die Sowjets immer noch im Verteidigungsdrittel. Der Kanadier ziehen ab. Kravtschuk war es wieder gewesen, der Torschütze. Und Glück, Steve Graves hat sich den Puck geholt, schlenzt ihn jetzt auf Arthur Erbe, das gibt wieder Zeit. Die Kanadier in Unterzahl mit einem Spiel weniger auf dem Eis, nachdem Jim Livins auf der Strafbank sitzt und die nächste Chance. Diaki, Sowjets. Oh, Kamenski und Komutov und Tor. Da ist es passiert. Ja, das deutete sich an. Da waren die Sowjets noch zu übermächtig. 3-4 Mal konnte Skorodenski noch abwehren. Und dann war es der Mann mit der 15, Andrei Komutov, der 28-Jährige vom ZSKA Moskau. Hier sehen wir es. Oh, da hat er schon wieder den Kopf eingezogen, Skorodenski. Das ist man nicht gewohnt von ihm. Ja, das waren Rieseneinschussmöglichkeiten. Bykov hatte da schon die erste Chance. Und da Komutov glänzt den Puck zwischen Schlittschuh und Torposten ins kanadische Netz. 2-0. Verdiente Führung für die Sowjets durch den Treffer von Komutov. Livins kann damit wieder von der Strafbank zurück. Aber es war das zweite Tor der Sowjetunion in Überzahl. 6 Minuten und 16 Sekunden gespielt. Togajew. Ja, jetzt müssen sie aufpassen, die Kanadier, dass sie hier nicht einbrechen. Weil man weiß es ja. Wenn diese Kombinationsmaschine der Sowjets erst einmal anläuft, dann ist es schwer, sich noch dagegen zu stemmen. Und die Chancen häufen sich für die Sowjetunion. Deutlich überlegen, überraschend deutlich überlegen in dieser Partie, die über den Turniersieg entscheidet. Fedorov. Und jetzt ist es aber drunter und drüber in der Abwehr der Kanadier. Da behält überhaupt keiner mehr klaren Kopf. Das kanadische Team völlig eingeschnürt und die Chance zum 3-0 für die Nummer 21 der Sowjetunion, Chistyakov. Aber da hat er zu lange gezögert, der Anatoli. Der hätte längst abziehen müssen, fährt dann noch einmal fast ums Tor herum. Das war unnötig. Schauen Sie hier. Und wird zu weit abgedrängt von da hinten, kann man kein Tor schießen. Und jetzt wieder Glück für Skorodenski. Bei diesem Schuss von Fedorov. Oh, müssen die Kanadier hier einige harte Szenen überstehen. Da muss er einen Schluck aus der Pulle nehmen, der Goalie. Und Dave King verschließt die Augen. Vater Bauer würde vielleicht jetzt ein Gebet sprechen, aber sein Nachfolger versucht es mit neuen Anweisungen. Graves beim Bulli. Muss man mal die Scheibe rausschlagen da hinten, jawohl. Möglichkeit, Steve Graves. Aber gegen 4 Sowjets hat er natürlich keine Chance, aber das könnten 2 Minuten gegen die Sowjets sein. Akan Bjorkman pfeift nicht. Die Sowjets über Maslenikov. Katschuk. Aber wieder Graves. Oh, verliert die Scheibe. Ja, die Kanadier sind nervös, das ist ganz klar, dieses Abseits, da hat Maslenikov den Puck schön zurückgelegt, aber wieder über die blaue Linie gespielt. Das wird natürlich abgepfiffen. Dieses Spiel der Kanadier in der Verteidigung, das kostet natürlich auch eine Menge Kraft. Man kann sich kaum befreien vom Druck der Eisbotniks aus der UdSSR. Bobby Dollars nimmt da seinen Mundschutz raus. Viele Spieler haben ja die dritten und vierten Zähne, deswegen dieser Plastikschutz. Dass die Jacketkronen nicht auch noch kaputt gehen. Sie sehen live bei Eurosport die Partie zwischen der Sowjetunion und Kanada. Fehlpass, aber Abseitsstellung eines Kanadiers. Derzeitiger Spielstand zwischen diesen beiden Teams 2-0 für die Sowjetunion. Verdiente Führung durch die Tore von Kravtschuk in der 6. Minute und Komutov in der 27. Minute. Beide Tore fielen in Überzahl.
Beide Male saß ein Kanadier auf der Strafbank. Die Sowjets also auf dem Weg zum Turniersieg hier um den Izvestia-Pokal. Die Parteizeitung, die ja 13 Millionen Auflage hat, das muss man sich einmal überlegen. Und Arthur Irbe hat diesen Schlagschuss sicher abgefangen. Ja, die Sportjournalisten von Izvestia haben dann wahrscheinlich morgen wieder mal die Gelegenheit, das Sowjet-Team so richtig zu loben. Es gab Kritik in der heutigen Ausgabe. Man war nicht zufrieden mit dem Einzelspiel vieler sowjetischen Spieler. Nur die erste Reihe kam ungeschoren davon. Warum dies so ist, das haben wir heute im Spiel gegen die Kanadier auch einige Male gesehen. Da stimmt das Zusammenspiel eigentlich am besten. Ja, diese Reihe mit Komutov, Vukov und Kamensky, die kann beim Powerplay ein Spiel mit verbundenen Augen aufziehen. Da weiß jeder, wo der andere steht. Traumhaft, sicher wandert der Puck dann von Mann zu Mann. Wir haben es schon gesehen. Viktor Tichonov, aber scheinbar immer noch nicht ganz zufrieden. Er ist ja ein Perfektionist. Und hier Todd Struby setzt sich auf die Bank. Enttäuschung bei den Kanadiern. Jaroslav Bykov beim Bulli. Jakin. Aber zu scharf sein Pass. Ja, nach den Eindrücken der letzten Turniertage, da konnte man eigentlich davon ausgehen, dass die Kanadier gegen die UdSSR mithalten können. Aber Kamensky, schon die nächste Chance für die Sowjetunion. Gefährlich, der Mann, der schon 3 Tore erzielt hat und 2-mal die Vorlage gab. Aber Skorodensky jetzt wieder sicher. Schauen Sie, wie Kamensky hier die Reise zieht. Hätte er besser den Puck über den Torwart geschlenzt, aber wenn man aus der Kirche rauskommt, ist man immer klüger. Bykov. Erster Sturm von ZSKA Moskau wieder auf dem Eis. Aber den nicht retten. Vielleicht klappt es jetzt mal. Wolli Schreiber. Blick zurück auf Bovea. Aber von da schießt man nicht. Angeschossen den Sowjet. Dennoch eines kann man den Kanadiern nicht vorwerfen, dass sie nicht kämpfen würden. Und Skorodensky hat den Puck unter dem Schoner. Ein Blick zurück. Er wusste es gar nicht, dass er diesen Schuss gehalten hat. Kann einem schon ein bisschen leid tun jetzt. Der Goalie der Kanadier, seine Abwehr hat völlig den Überblick verloren. Schauen Sie hier, wie die Sowjets die Kanadier durcheinander wirbeln. Und dann diese Schüsse, die ja bis zu 200 Stundenkilometer erreichen. Kein Wunder, dass ein Torwart da ab und zu den Kopf einzieht. Jim Levins. Man sucht den Anspielpartner im Team. Schön gemacht jetzt. Richard Hatschi zu Graves. Aber ist schon wieder Endstation. Und der nächste Angriff der Sowjets rollt. Wieder Schuss auf das Tor von Warren Skorodensky, aber der ging drüber. Jetzt sehen Sie, da gibt es kaum Unterstützung für den puckführenden Spieler. Und Togajew von Tor. Der Mann mit der Nummer 10, Pavel Togajew von Torpedo Gorki, der 23-Jährige, hat abgestaubt, nachdem Skorodensky vorher schon parieren konnte. Hier schauen wir es zum ersten Mal, Togajew. Und jetzt Schuss hier rechts am Pfosten ist und sieht auf einmal den Puck und schlänzt ihn ins lange Eck. Das wird böse ausgehen jetzt für die Kanadier. Mensch, Meier, sind die durcheinander. Der Steve Nemes griff hier nicht ein.
Und auch Jim Livins sowie Ken Love sind eigentlich das stärkste Verteidigungspaar der Kanadier. Behielten da nicht die Übersicht. 10 Minuten 11 im zweiten Drittel gespielt. 3:0 für die Sowjets gegen Kanada. Klare Sache bisher. Die Gastgeber auf dem Weg zum 18. Turniersieg bei dieser Mini-WM in Moskau. Bert Schlegel zieht den Handschuh aus. Unzufrieden ist er. Der Mann, der so viele schöne Spiele, gute Spiele hier in den letzten Tagen gezeigt hat. Aber man sieht es doch. Für diese kanadische Mannschaft, die sich erst noch richtig einspielen muss, sind die Sowjets bisher doch eine Nummer zu groß. Ihr großes Ziel sind die Olympischen Winterspiele im Jahr 1992 in Albertville. Da will man dann wieder eine schlagstarke kanadische Olympiamannschaft präsentieren. So lange wird wahrscheinlich auch Dave King mit dieser Truppe zusammenbleiben. Und die nächste Chance. Da hat es wieder lichterloh gebrannt. Skorodenski auf dem Puck, auf den Knien. Hier sehen wir noch einmal. Brett Schlegel wird da ausgespielt. Und Schipiszin, Masenikov etwas zu spät. Ja, was wir hier am heutigen Freitagabend sehen, das ist Einbahnstraßen-Eishockey. Und diese Einbahnstraße, die ist derzeit ganz klar gekennzeichnet. Sie geht von links nach rechts. Kotztubi links mit der 16, aber der Pass erreicht ihn nicht. Masenikov schon wieder. Wird fair abgedrängt, Griffe von den Rängen, aber ganz fair gemacht von den Kanadiern. Und Lane Lambert, ihm würden wir es ja mal gönnen. Der Mann, der in 6 Spielen bei der DEG 36.000 Mark verdient hat. Und Schipiszin wird hier auf den Boden befördert, verliert seinen Helm. Musikalische Unterstützung, die können die Kanadier brauchen. Gegen diese Sowjets 0:3 liegen sie zurück. Dritter Sturm der Sowjets auf dem Eis. Sergei Nemchinov. Hier ist er wieder, der Mann mit der 12. Aber Warren Skorodenski weiß da gar nicht im Tor der Kanadier, wo er zuerst hinschauen soll. Von allen Seiten ziehen sie ab auf sein Tor. Bovea an der Bande. Wolli Schreiber. Jetzt ist man schon froh, dass der Puck überhaupt aus dem Drittel mal raus ist. Von einer Torchance ist derzeit gar nicht zu reden. Aber jetzt vielleicht. Denn die Gretten. Ohoho. Sind sie unsicher geworden, die Kanadier, kein Selbstbewusstsein. Aber jetzt 2 Minuten angezeigt, da flitzt Skorodenski aus dem Tor, ein Feldspieler kann rein. 6 gegen 5. Hakan Björkman aus Schweden zeigt es an, aber die UdSSR kommt jetzt in Puckbesitz. Jetzt hat Hakan Björkman gepfiffen. 2 Minuten Strafzeit gegen die Sowjets. Ob die das Schwedisch verstehen, ist die Frage, aber das Zeichen ist klar. Stock schlagen. Skorodenski kommt zurück. Der Mann mit der Nummer 12. Sergei Nemchinov von Rilja Moskau, der 25-Jährige. Sitzt auf der Bank und jetzt Möglichkeit für die Kanadier. Vielleicht dieses Spiel mal ausgeglichen zu gestalten. Das wäre schön. Pfiffe von den Rängen. Man will sie weiter unsicher machen. Dave King gar nicht zufrieden. Brett Schlegel hier wieder. Man berät sich. Prost. Hat auch schon ein Tor im Turnierverlauf erzielt. Spielt zusammen mit Strube und Lambert im Sturm.
So, jetzt sind wir gespannt, was sich die Kanadier in den nächsten zwei Minuten einfallen lassen. Sie sind einen Spieler mehr auf dem Eis. Das wäre doch jetzt mal eine gute Gelegenheit, vielleicht eine Torschance mal herauszuarbeiten. Aber ein Konter der Sowjets läuft. Sie sind im Puckbesitz, spielen da erstmal zurück. Das bringt wichtige Sekunden. Die Kanadier tun sich momentan zu schwer, wieder in Puckbesitz zu kommen. Das gelingt immer noch nicht. Zwei Linien Pass. Poutrier hatte es da auf eigene Faust versucht. Aber wenn man einen Mann mehr auf dem Eis hat, dann muss man passen, dann muss man kombinieren und darf sich nicht in Einzelaktionen verlieren. Sicherlich wissen Sie das, die Kanadier. Aber im Moment sind sie doch reichlich durcheinander. Hier fröhlich vereint, die kanadischen und sowjetischen Fans. Das sehen wir gerne. Klastnos machte es möglich. Todd Post von der University Michigan steht zum Bulli bereit. Jakin nimmt die Scheibe mit zurück und spielt sie ins Angriffsdrittel. So macht man das im Unterzahlspiel. Poutrier. Stimmung hier im Luschniki Sportpark. Bei Schlegel schön aufgelegt, aber Prost wird gecheckt. Lane Lambert. Ja, selbst in Unterzahl behalten die Sowjets hier die Ruhe und die Übersicht im Luschniki Sportpark vor etwa 17.000 Zuschauern. Sie führen hier mit 3:0 durch die Tore von Kravtschuk im ersten Drittel und Komotov sowie Togajew im zweiten Drittel. Sie sind derzeit einen Mann weniger auf dem Eis. Das sagen wir Ihnen, nachdem man das eigentlich nicht sieht, wenn man das Spiel beobachtet. Nemschinov sitzt auf der Strafbank, aber dennoch gelingt es dem Kanadier nicht, eine Torschance herauszuarbeiten. Oh, das muss zwei Minuten geben gegen Ken Lafsin, na ganz klar. Jawohl, hat er ihm die Beine weggezogen. Hockamp, Jörgmann zeigt es an. Da braucht er wirklich nicht zu meckern. Hier haben wir nochmal die Zeitlupe. Torgajew, der Torschütze zum 3:0, war da schon wieder auf und da vorne. Und Lafsin zog die Notbremse. Da sitzt er, der Sünder, 4-4 jetzt. Und gleich sind die Sowjets wieder komplett. Tichonow bereitet das alles schon vor. Der Eishockey-Professor aus Moskau, der schon so viele Talente geformt hat. Und auch in dieser sowjetischen Mannschaft, die wir in den letzten Tagen hier in Moskau gesehen haben, stecken wieder eine Vielzahl guter Talente. Da sind die Larionovs und Grutovs der Zukunft mit dabei. Wir sind wirklich gespannt auf die nächste WM. Vielleicht spielen ja einige Profis dann auch im Team Kanada mit. Und dann wird sich wirklich zeigen, wie weit die jungen Sowjets schon sind. Aber Trainer Viktor Tichonow wird alles tun, um seine Spieler dann in Bestform zu haben. Und wahrscheinlich wird er auch in Fribourg und Bern auf die Stars in der NHL, auf Larionov und Grutov, dann verzichten. Fribourg und Bern findet ja im Frühjahr die Weltmeisterschaft statt. Es gibt uns Gelegenheit, auch unsere Schweizer Zuschauer zu grüßen. Ein herzliches Grüezi und auch ein Servus nach Österreich. Wir wissen ja, auch dort gibt es so viele Eishockey-Fans, die heute hier bei Eurosport dieses entscheidende Spiel beim Isvestia-Pokal verfolgen. Hier nochmal eingeblendet der Spielstand, allerdings etwas schwer lesbar, da in kyrillischer Schrift. 3:0 für die Sowjets im zweiten Spieldrittel. Aber für dieses Kyrillische haben wir auch einen Kollegen dabei, Wolfgang Olsen, der perfekt Russisch spricht und uns sogar die Zeitungen vorlesen kann. Eurosport hat hier an alles gedacht. Wir sind
gut vorbereitet, so gut wie die Sowjets, die hier 3:0 führen gegen Kanada. Die Sowjets mit einem Spieler mehr auf dem Eis und einer großen Chance für die Nummer 16. Valery Chiryaev hat da knapp vorbeigeschossen, aber weiterhin Maslenikov und Pobea kann da gerade vor Biyakin noch wegspitzeln. Und wieder Borons Korodenski. Alexei Tkachuk war da schon wieder einschussbereit vor dem kanadischen Tor. Aber Borons Korodenski eilte da gerade noch einen Schritt heraus. Die Sowjets ja jetzt mit einem Mann mehr auf dem Eis, weil Ken Loves ihn immer noch seine Strafzeit abproben muss. Und dieser Korodenski weiß heute nicht, ob er lachen oder weinen soll. Tolle Paraden, aber oft wird er alleine gelassen und 3 Tore hat er schon kassiert. Da kann auch dieser Hühne nichts dran ändern, Todd Struby hier beim Bulli. Diese russische Mannschaft ist sehr jung, ich warne vor ihr, denn sie wird immer 100% Tempo gehen und immer besser werden. Das waren die Worte von Bundestrainer Xaver Unsinn in den letzten Tagen. Und recht hat er, der Xare, wenn man diese Sowjets heute Nachmittag gegen die Kanadier sieht. Oh, Tkachuk am Boden, das hätte auch 2 Minuten geben müssen. Aber der schwedische Schiedsrichter hat wohl etwas Mitleid mit den Kanadiern jetzt. Powerplay-Spiel der Sowjets. Tkachuk vor dem Tor. Aber erst einmal herausgeschlagen und da sind sie wieder komplett, die Kanadier. Weiterhin 3:0, beide Teams wechseln fliegend. Ken Lassin kam da eben von der Strafbank zurück, setzte sich aber gleich wieder auf die Spielerbank. 15:50 gespielt und wieder reißt Korodenski den Arm hoch. Die Sowjets weiterhin deutlich überlegen in dieser Partie. Aber vielleicht klappt es ja jetzt mal. Die Kanadier. Nemes fährt da ins Angriffsdrittel. Was macht er jetzt? Spielt zurück, aber der Puck bleibt am Schlittschuh eines sowjetischen Spielers hängen. Schade, denn Steve Graves war da gut in Position gelaufen. Und wieder die Sowjets über Lomakin. Oh, Fehlpass und Pfostenschuss. Pfostenschuss. Und Skorodenski weiß nicht, wo die Scheibe ist. Hat sie mit dem Handschuh erst einmal weggeschoben. Und jetzt endlich in der Hand wieder eine gefährliche Szene. Dimitri Kristic hatte die ganz große Chance. Hier sehen wir, hier wird er noch abgedrängt. Aber Peng macht es. Und der Puck springt vom Pfosten zurück. Struby fällt drauf. Und Skorodenski. Struby und Dollars mit vereinten Kräften da hinten in der Abwehr. Die große Chance für die Sowjetunion zum 4:0. Tja, da atmen sie tief durch, die Kanadier. Wahrscheinlich sind sie froh, wenn sie hier keine deutlichere Packung bekommen. Die bekommt allerdings heute möglicherweise die Bundesrepublik Deutschland. Nach 40 Minuten führt die CSSR mit 3:0. Ja, also Parallele zwischen dem Olympiasportpark und dem Luzhniki-Park. Überall steht es 3:0. Hier 3:0 für die Sowjets, die wahrscheinlich damit den Pokal hier im Lande behalten können, den Izvestia-Pokal. Und 3:0 auch für die CSSR gegen Deutschland. Damit würde die CSSR hier den zweiten Platz belegen. Oh, und da werden die Kanadier hart gecheckt, wenn sie sich nur mal erlauben, ins Verteidigungsdrittel der UdSSR da einzudringen. Da
hat Skorodenski nicht einmal den Mut, seine Spieler anzuspielen. Hält den Puck fest, das ist ihm jetzt sicher. Verursacht ein Drittel. Ein Bulli selbstverständlich im eigenen Drittel. Das Spiel zwischen der UdSSR und Kanada läuft also noch genauso wie das Spiel zwischen der CSSR und der Bundesrepublik. Ein Spiel ist aber bereits zu Ende. Finnland schlug Schweden mit 3:1. Damit belegen die Schweden den 6. und letzten Tabellenplatz. Eine herbe Enttäuschung also für Trainer Tommy Sandlin. Ja, und damit ist die deutsche Mannschaft bei ihrem 4. Auftreten beim Isvestia-Pokal zum ersten Mal nicht letzter. Also schon ein Erfolg für Xaver Unsinn mit seinem jungen Team. Er muss ja hier in Moskau 10 Stammspieler ersetzen. Aber zurück zum Spiel um den Turniersieg zwischen der UdSSR und Kanada. Arthur Irbe, der Torhüter, eben wieder mal kurz im Einsatz. Nur im ersten Drittel musste er zweimal eingreifen, wurde hart gefordert. Ansonsten gab es Rückpässe. Ein geruhsamer Nachmittag bzw. früher Abend für den Mann aus Riga. Und auch für den Trainer der Sowjetunion, für Viktor Tichonov. Wir sollten nicht von ihm verlangen, dass er jetzt schon lacht. Das wird er allenfalls tun, wenn die Kristallkugel, der Kristallpokal dann überreicht wird an seine Mannschaft, an seinen Kapitän Bykov. Tja, und vielleicht erscheint er dann heute auch mal zur Pressekonferenz. Man würde ja gerne mal von diesem schweigsamen Mann erfahren, wie er sich die Zukunft, seine eigene Zukunft vorstellt. Tja, vielleicht weiß er das selber noch nicht so recht, Wolfgang. Das ist natürlich möglich. Er ist ja Eishockey verrückt, in Anführungszeichen natürlich. So wie man ihn kennt, will er natürlich weitermachen. Aber zu groß zuletzt die Kritik. Man warf ihm ja vor, Igor Larionov zum Beispiel in einem Buch, er habe die Spieler zum Doping gezwungen. Auch Vyacheslav Fetisov, der jetzt bei den Devils spielt, bei den New Jersey Devils. Dort aber gar nicht so zufrieden ist. Er sagt, wir werden hier in den USA wie unter dem Röntgenschirm beobachtet. Wenn wir gut spielen, dann ist das normal. Und wenn wir schlecht spielen, dann werden wir geschimpft. Der 31-jährige Major der Volksarmee, also wie gesagt, nicht ganz glücklich. Ja, auch Sergei Makarov hat sich da so seine Gedanken gemacht in der NHL. Er ist auch nicht so glücklich, weil er nur $300.000 im Jahr verdient. Er sagt, ich mache mir trotzdem noch Gedanken um meine Zukunft. Wenn ich in der Sowjetunion geblieben wäre, dann wäre meine Zukunft gesichert bei der Armee. Hier weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber ich glaube, $300.000 im Jahr zu verdienen, und das wird er in dieser Saison sicherlich nicht zum letzten Mal verdient haben. Das ist doch auch ein ganz gutes finanzielles Polster für seine Zukunft. Wir können das alles erzählen, weil im Moment hier eine kleine Kunstpause eingetreten ist. Die Sowjets sind mit dem 3:0 zufrieden. Die Kanadier sind froh, dass sie mal tief durchatmen können. Sie hatten bisher keine Chance hier gegen den Gastgeber. 2 Minuten noch zu spielen jetzt. Im zweiten Drittel, klare Angelegenheit vor 17.000 im Loschniki Sportpark. Hier läuft die letzte Spielminute. 19 Minuten und 3 Sekunden sind gespielt im zweiten Drittel. 3 Tore haben sie gesehen, wenn sie von Anfang an mit dabei waren. Kravchuk erzielte das erste schon nach 6 Minuten. Das zweite erzielte Komotov nach 27 Minuten. Und Togajew war der Schütze des dritten Tores in der 31. Minute. Jim Levins versucht den Puck auszuschlagen. Jetzt endlich ist es gelungen. Jetzt links ist Totstrubi frei, aber schon wieder gesehen von den Sowjets. Lynn Lambert versucht es noch einmal. Schießt wahrscheinlich die letzte Aktion von ihm in diesem zweiten Drittel.
Aslenikov, Schepiszin. So, jetzt müssen warten, bis der Angreifer wieder aus dem Drittel zurück ist. Jetzt können sie einen neuen Angriff aufbauen. Und da hören wir die Sirene. Das zweite Drittel ist zu Ende. 3:0 für die UdSSR gegen Kanada beim entscheidenden und letzten Spiel hier beim Turnier in Moskau um den Izvestia-Pokal. Die Spieler gehen in die Pause. Diese Pause werden wir bei Eurosport Ihnen auch jetzt wieder überbrücken und Ihnen 9 Tore zeigen aus der Partie zwischen Kanada und der GSSR. Wir sind gleich zurück. Letzten Drittel noch 2 Tore gefallen, 3:0 hieß es nach 2 Spieldritteln. Dieses Zwischenergebnis hatten wir Ihnen ja mitgeteilt. Endergebnis im Spiel zwischen der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland, 5:0. Die Tore erzielten für die GSSR Semlička, Kamesch, der damit seinen 6. Scorerpunkt machte und die Scorerliste bisher anführt, Havlasch und zweimal Srzn, der deutschen Mannschaft den Rest gab. 0:5 also. Aber sind wir nicht allzu enttäuscht, denn es gab ja ein 2:2 gegen Kanada und es gab ja ein 3:2 gegen Schweden. Schweden wurde letzter, die deutsche Mannschaft vorletzter. Und Trainer Xaver Unsinn sagte gerade in der Pressekonferenz, bis auf die dumme 2:9 Niederlage gegen Finnland haben wir uns hier beim Izvestia Cup in Moskau gut aus der Affäre gezogen und wir sind zumindest nicht letzter geworden. So, die sowjetischen Spieler kommen zurück. Hier lässt zwar Bykov noch etwas den Kopf hängen, aber das ist überhaupt nicht notwendig, denn die Sowjets führen vor dem letzten Spieldrittel mit 3:0 durch die Tore von Kravtschuk, Komutov und Togajew. Und das sollte doch eigentlich genügen, um hier zum 18. Mal den Izvestia-Pokal zu gewinnen. Sie sind live dabei mit Eurosport und Sie sehen hier nochmal den zweiten Treffer der Sowjets durch Komutov. Die Sowjets erneut in Überzahl. Jim Levin saß 2 Minuten auf der Bank und das nützen sie sofort aus. Da gibt es ein Gewühl vor dem Tor von Warren Skorodensky, aber Komutov behielt die Übersicht und schoss ein zum 2:0. Ja, und hier gleich das 3:0. Torgajew sehen wir da mit der 10. Noch ist er nicht der Torschütze, aber jetzt springt der Puck von der Bande zurück. Er hatte als erster aufgepasst. Der Mann mit der 10 von Torpedo Gorki, der 23-Jährige. Und hier ist er im Netz, 3:0. Tja, da müssten sich die Kanadier etwas einfallen lassen, wenn sie hier noch ein Unentschieden vielleicht holen wollten. Und hier die Tabelle nach dem Spiel der Tschechoslowaken gegen die deutsche Mannschaft. Sie haben 7 Punkte vor der UdSSR und Finnland mit 6, Kanada 5, Deutschland 3, Schweden 1. Aber es muss ja noch das eine Spiel hier zwischen der UdSSR und Kanada eingerechnet werden. Und dann können die Sowjets mit einem Sieg die GSSR überflügeln. Die Finnen also auch sehr gut hier. Sie haben allerdings neben den Sowjets die schlagstärkste Mannschaft geschickt. 6 Punkte bei diesem Turnier. Erinnern wir uns nur an das 2:9 unserer Mannschaft gegen die Finnen, das wir schnell vergessen wollen. Und damit können die Finnen noch Dritter werden, wenn es hier bei einem Sieg der Sowjets bleibt gegen Kanada. Dann würde die UdSSR wieder einmal den Izvestia-Pokal gewinnen zum 18. Mal vor der GSSR und Finnland.
die Finnen, die ja in Calgary erstmals eine Medaille geholt haben, 88 Silber. Das war ein großer Erfolg für Trainer Pentti Matikainen, der dann ja zum Trainer des Jahres in Finnland gewählt wurde. Und jetzt wird es wieder ernst. Das dritte Drittel wird gleich beginnen. Kanada in den weißen Trikots von links nach rechts. Schiedsrichter ist Håkan Björkman aus Schweden. Im Tor blieb Arthur Irbe, der Lette. Man hatte vermutet, dass man ihn vielleicht im letzten Drittel mal rausnimmt, um dem zweiten Torhüter der Sowjets eine Chance zu geben. Aber hier ist das 4:0 für die UdSSR. Das ist natürlich die endgültige Entscheidung für die Sowjets. Wladimir Konstantinov von ZSKA Moskau. Hier sehen wir die Entwicklung über Komutov. Und da ist der Puck im Tor. Noch einmal die Wiederholung. Sehr schön rübergespielt. Nun da schlägt der Puck oben rechts im Eck ein. Keine Chance bei diesem Mordschuss für Warren Skododensky im Tor der Kanadier. Tja, das wird eine bittere Lehrstunde für das Team Kanada hier. Ja, jetzt wird doch der Kapitän als Torschütze angegeben. Er hatte sich beim Schiedsrichter beschwert. Er hatte zunächst die Nummer 22 beim Spielgericht angezeigt. Aber Wladimir Konstantinov war es nicht als offizieller Torschütze jetzt. Und das ist auch richtig. Der Kapitän Vyacheslav Bykov, der 29-Jährige von ZSKA Moskau. Der Hallensprecher korrigiert die Sache. Alles muss seine Ordnung haben. Ganz klar. Und wieder Bulli. Graves. Lavsin. Ja, da sieht es nun doch nach einer deutlichen Schlappe für die Kanadier im letzten Spiel aus. Wir erwarteten eigentlich nochmal Dramatik zwischen diesen beiden Teams nach all dem, was wir so in den letzten Tagen gesehen haben und ihnen auch übertragen haben. Aber die kanadische Mannschaft hat nicht mehr die Kraft und muss zudem heute Nachmittag auch noch auf den Schwenninger Grant Martin verzichten, der im Hotel geblieben ist mit Grippe und einer Knieverletzung. Ja, und einige andere Spieler sind ja geschwächt durch Darmgrippen. Man ist ja mit dem Essen im Sporthotel nicht so zufrieden, wie gesagt. Dies alles soll aber keine große Entschuldigung sein, denn die Sowjets sind hier die eindeutig bessere Mannschaft, sind die Herren auf dem eigenen Eis. Das heute etwas besser präpariert ist als in den letzten Tagen, als es ja sogar in der Regierungszeitung Pravda, und das heißt ja die Wahrheit, Kritik an den Eisverhältnissen gab. Togajew, der Mann, der das 3:0 erzielte, schön wird an die Bande gecheckt, ganz fair, hat aber wieder den Puck. Fedorov mit der 29 zieht ab und Skorodensky. Kravtschuk springt da der Puck über die blaue Linie. Und jetzt Möglichkeit für Hatschi. Und endlich muss Arthur Irbe einmal seine Kunst zeigen. Ihm war ja schon ganz schön kalt geworden hier im Luschniki-Sportpark. Gegenangriff für die Sowjets. Chipischtin. Oh, Skorodensky. Toll, wie er da gehalten hat. Das waren Reflexe. Riesenchance für Schipitschin zum 5:0. Scheibo, Scheibo, jetzt wieder die Rufe von den Rängen. Das gefällt den 17.000. Das ist wieder eine sowjetische Nationalmannschaft, die mit großen Chancen zur WM fahren kann. Das fühlt man hier in Moskau. Robert beim Konter.
Prost, aber schon wieder abgefangen. Es läuft das Kombinationsspiel bei den Sowjets. Man weiß genau, wo der Mitspieler sich gerade aufhält. Das ist ja das Geheimnis des Trainings von Viktor Tichonow. Schöne Pässe, schauen Sie hier. Katschuk und Tor. Das nächste Tor, 5:0. Der Mann mit der Nummer 9, Alexej Katschuk. Und wieder Jubel. Oh, jetzt tun mir die Kanadier leid. Da haben sie nichts mehr entgegenzusetzen. Schauen Sie mal, wie dieser Katschuk hier durch die Abwehrreihen fährt. Hier bereitet er das Tor vor. Lässt den ersten aussteigen, zieht den zweiten Verteidiger auf sich und zieht er einfach ab. Oho, da ist etwas ausgelaufen. Die Farbe, die den Torraum begrenzt. Kleine Pause. Vielleicht können wir Ihnen bei dieser Gelegenheit eine nette Geschichte über das sowjetische Eishockey erzählen. In den letzten Tagen ist sie passiert. Eine Eishockeymannschaft aus Minsk fuhr zu einem Turnier nach Reims und in Saarbrücken beim Zoll schaute man mal etwas nach und da sah man 28 Kilo Kaviar im Gepäck der Sowjets aus Minsk. Sie sagten, das sind Vitamine, das brauchen wir für das Turnier. Aber die Zöllner sagten doch keine 28 Kilo, das ist ein Wert von 25.000 Mark. Der Kaviar wurde beschlagnahmt und laut unbeständigten Meldungen wird jetzt in Saarbrücken zu Weihnachten kräftig Kaviar verzehrt. Das ist eine kleine Story am Rande, weil hier gerade das Eis wieder etwas vor dem Tor der Kanadier bereitet wird. Da war zu viel Farbe im Spiel der Sowjets. Farbe ist ausgelaufen und wird jetzt vom Eis gekratzt. Hier sehen wir es. Das Reinigungskommando aus Moskau. Drei Spieler der Sowjets und die beiden sowjetischen Linesmen. Tja, das hätten sich die Kanadier nicht träumen lassen, dass sie hier eine solch saftige Packung bekommen. 5:0 und damit ist alles klar. Das können wir vorwegnehmen. Die Sowjetunion zum 18. Mal Sieger der Mini-WM. Zum 18. Mal werden sie den Kristallpokal der Parteizeitung Izvestia in Empfang nehmen können. Zweiter die CSSR nach dem klaren 5:0 über die bundesdeutsche Mannschaft. Dritter Finnland, das heute Schweden 3:1 schlug, dann die Kanadier, die bundesdeutsche Mannschaft und letzter Schweden. Tja, hier auch noch eine Stimme aus dem deutschen Lager. Wie gesagt, die Bundesrepublik verlor heute Nachmittag gegen die CSSR mit 0:5. Auch der Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes, Helmut Bauer, nahm die Niederlage zum Schluss nicht allzu tragisch. Er sagte unserem Kollegen Wolfgang Olsem, wir waren heute eigentlich schon gar nicht mehr da, sondern saßen schon unter dem heimischen Weihnachtsbaum. Unter dem Weihnachtsbaum in Schwenningen wird auch am 24. Dezember der Mann mit der Nummer 8 bei den Kanadiern, Wolli Schreiber, sitzen mit seiner Frau Marci. Das hat er uns hier erzählt. Er fliegt nicht in die Staaten, sondern feiert in Schwenningen, wo er ja spielt, zusammen mit Grant Martin Weihnachten. Aber er feiert es etwas außergewöhnlich. Er sagt, wir legen keine Weihnachtslieder auf, sondern Schallplatten mit Hardrock. Sind harte Burschen, die Eishockeyspieler, und sie haben auch von Weihnachten scheinbar andere Vorstellungen. Hier die Reporterkollegen aus allen Ländern beim Izvestia-Pokal. Und jetzt geht es endlich wieder weiter. 5:0 für die Sowjetunion.
gegen Kanada. Lane Lambert. Und hier eine Kanadierin mit dem Trikot. Heute wird sie nicht viel Freude dran haben an dem Ahornblatt. Aber sie ist ja noch jung, ein richtiges Ahörnchen. Sie wird sicher noch einige Siege ihrer Lieblinge zu sehen bekommen. Ja, man hat sich natürlich auch in den letzten Tagen wieder Gedanken gemacht, was macht man denn mit den NHL-Profis bei den Russen? Setzt man sie nun ein oder nicht? Hier noch einmal die Ergebnisse des heutigen Tages. Hier steht es, wie gesagt, 5:0. Deutschland, Tschechoslowakei 0:5, schon zu Ende. Ebenso wie das Spiel Finnland gegen Schweden 3:1. UdSSR-Co-Trainer Dimitriev sagte also, naja nun, die meisten Profis, die werden wir überhaupt nicht aus der NHL frei bekommen, denn wir gehen davon aus, dass die meisten mit ihren Clubs ins Halbfinale des Stanley Cups vordringen. Und dann wurde Dimitriev natürlich sofort gefragt, ja, aber was ist dann mit den Spielern, die nicht ins Halbfinale mit ihren Mannschaften kommen? Dann sagte er, ja, man müsse da abwägen und Vor- und Nachteile bei jedem Einzelnen abwägen und testen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Aber man hat in der Sowjetunion festgestellt, dass die NHL-Profis der Finnen und der Schweden bei den letzten Weltmeisterschaften und auch bei den Olympischen Spielen nicht zu den besten Spielern gehörten. Dagegen die Spieler, die sich im eigenen Land mit der finnischen Mannschaft und der schwedischen Mannschaft vorbereitet haben, klar besser waren. Und da zieht man also wahrscheinlich dann in der UdSSR die Konsequenzen daraus und sagt, wir verzichten auf die NHL-Spieler bei den Weltmeisterschaften in Fribourg und Bern. Weiterhin Spielpause hier im Luschniki Sportpark, weil dort die Farbe ausgelaufen ist, die Farbe, mit der der Torraum und die anderen Linien abgegrenzt werden. Man ist hier ziemlich ratlos, deswegen noch einmal die Tabelle. Nicht berücksichtigt ist hier, wie schon gesagt, das Spiel jetzt zwischen der UdSSR und Kanada. Deshalb führt die CSSR nach dem 5:0-Erfolg gegen die Bundesrepublik mit 7 Punkten vor der UdSSR, die natürlich mit dem Sieg gegen die Kanadier dann 8 Punkte haben wird. Tja, die Farbe sprudelt da richtig gehend hervor. Mit einer Gießkanne versucht man es jetzt einer der zu bereinigen. Greift da auch mit ein. Die Sowjets, sonst so Perfektionisten, wird das natürlich ärgern. Erst die Kritik am Eis und jetzt ist auch noch Farbe im Spiel. Vorher war Farbe nur im Spiel der Sowjets, nicht in dem der Kanadier. Viktor Tichonov, er lacht auch mal. Hier rechts neben ihn sein Assistenztrainer Dimitriev, den wir eben zitiert hatten. Fantastischer europäischer Fußball. Samstagabend die Leckerbissen aus den 3 Europacup-Wettbewerben. Der Cup der Landesmeister, der Europacup der Pokalsieger und der UEFA Cup. Super Spiele, todsichere Treffer. AC Milan, Barcelona, Neapel, Stuttgart und. Das alles in Cup Glory. Samstagabend um 10 bei Eurosport.
18. Mal gewonnen haben. 5 Tore haben wir gesehen. Es waren 5 herrliche Tore der Sowjets. Das 1:0 nach 6 Minuten durch Kravchuk. Das war dann auch der Stand nach 20 Spielminuten. Das 2:0 dann durch Komutov und das 3:0 ebenfalls noch im zweiten Drittel durch Togajew. 2 Tore fielen bislang in den letzten 20 Minuten im letzten Spieldrittel. Bykov erzielte das erste zum 4:0 und Katschuk das letzte zum derzeitigen Spielstand von 5:0 für die Sowjets. Und jetzt kann es wieder weitergehen im Luschniki Sportpark. Die technischen Probleme auf dem Eis sind behoben. Und die Sowjets in Rot von rechts nach links, aber Möglichkeit für Lane Lambert, aber schon wieder abgeblockt. Wieder Lambert auf Bovea. Lambert, aber schauen Sie, 4 Sowjets-Verteidiger blocken den Kanadier da ab. Da hat er keine Chance. Oh, das war wieder knapp, beinahe das 6:0. Ja, das größte Manko bei den Kanadiern im Gegensatz zu den Sowjetrussen ist das Passspiel. Die Pässe kommen nicht an, aber das ist natürlich selbstverständlich. Die Kanadier stehen ja ständig unter Druck, spielen fast nur in der Verteidigung. Und das sind fast nur Alibi-Gegenangriffe, die die Kanadier da fahren. Das sahen wir eben, als Lambert die Scheibe hatte. Seine beiden Stürmerkollegen lösten sich gar nicht mehr, fuhren nicht mehr nach vorne. Aber jetzt Hatschi. Wieder die Sowjets. Eindeutig dominieren sie hier. Eine Lehrstunde für die Kanadier. Und da ist es passiert. 6:0. Durch die Nummer 13, Valery Kamensky vom ZSKA Moskau. Und damit setzt er sich an die Spitze der Torjägerliste. Sein 4. Tor, 2 erzielte er gegen die deutsche Mannschaft. Schauen Sie mal, er ist viel schneller als die Kanadier. Als Brett Schlegel, Hans Gorodenski vorbei. Und dann ist es für diesen 90 Kilo schweren Mann ein leichtes, das 6:0 zu erzielen. Er ist der Strafbankkönig und der Torschützenkönig in diesem Turnier. War das ein herrliches Tor. Eishockey-Demonstration der Sowjetunion. Hier bei Eurosport. 6 Minuten sind gespielt im letzten Drittel. Beim letzten Spiel, beim Izvestia Cup in Moskau. 6:0 führt die UdSSR gegen das längst geschlagene Team Kanada. Ja, bisher hatten die kanadischen Zeitungen ja noch nicht von diesem Izvestia-Pokal berichtet, obwohl das Team Kanada hier gut gespielt hatte. Aber zu Hause schreibt man nur über die NHL. Und nicht über diese immerhin Mini-WM, aber jetzt bei dieser Packung, vielleicht werden sie zu Hause von der Presse jetzt noch gescholten. Das haben sie allerdings nicht verdient, die Kanadier. Gut, heute gehen sie ein, alles klar, mit fliegenden Fahnen gehen sie unter. Aber vorher haben sie immerhin die CSSR mit 5:4 geschlagen. Wir bei Eurosport, wir schreiben nicht über die NHL, wir zeigen ihnen die NHL. Und zwar am nächsten Montag, am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember. Da sehen Sie bei uns wieder das Spiel der Woche. Ab 20 Uhr bei uns sehen Sie dann die Begegnung Toronto gegen Chicago. Und wieder die Sowjets. Sie kombinieren Tugajew, Scheibo, rufen die Zuschauer wieder. Wolli Schreiber, er kann ihm jetzt leid tun. Die Kräfte haben die Kanadier verlassen. Die Slalomstangen werden sie jetzt umkurvt. Das wird unseren Skikollegen Sigi Heinrich freuen, der zurzeit Pause hat, weil die Skirennen ausfallen. Aber jetzt Gorodenski und auch er macht einen Fehler, unkonzentriert. Glück gehabt. Bovea, einer der wenigen, der sich noch entgegenstemmt. Ja, er kann aufatmen. Er hat ihn wieder mal in der UdSSR gelassen, den Izvestia-Pokal. Er geht nicht ins Ausland wie 1987. Da gewannen ihn die Kanadier. Viktor Tichonov, der große Mann des sowjetischen Eishockeys. Wieder kommen sie, die Eissputniks.
Korodenski macht es diesmal besser. Lambert auf Struby. Jetzt merkt man natürlich, dass die Kanadier hier mit drei Sturmreihen durchspielen mussten. Meistens nur vier, fünf Verteidiger auf dem Eis insgesamt einsetzten. Das hat Kraft gekostet. Die Sowjets mit ihren vier Sturmreihen haben sich die Kräfte einfach besser eingeteilt, haben hier noch was zuzusetzen. Ja, jetzt lassen sie so jetzt langsamer angehen, abseits. War Schipiszin ins Drittel gefahren, aber sein Stürmerkollege war längst schon da. Und das ist nicht wie bei Hase und Igel, das geht nicht im Eishockey. Wenn der Kollege zu früh da ist, gibt es Bulli an der blauen Linie, abseits. Viel öfter kommt jetzt der Kasatschok von der Hammond-Orgel. Freude natürlich bei den Eishockey-Fans hier in der sowjetischen Hauptstadt. Und jetzt vielleicht das Ehrentor, aber wieder springt Hatschi, der Puck vom Schläger. Die sowjetische Mannschaft Chimik Voskresensk machte derzeit bzw. machte eine Tournee durch Kanada, absolvierte dort drei Spiele. In Detroit gab es einen 4:2 Sieg gegen die Washington Capitals, eine 2:5 Niederlage und gegen St. Louis Blues einen 6:3 Erfolg. Also eine 2:1 Bilanz für das sowjetische Team. Also ein echter Erfolg auch hier für das sowjetische Eishockey. Und da hat die Nummer 11 der Sowjetunion, Igor Maslenikov, die Chance zum 7:0 für die Sowjetstars. Aber er hat die Nerven nicht, den Puck im Tor von Warren Skorodenski unterzubringen. Ein Traumpass. Schöne Dreieckskombination. Da ist das Tor verschoben, deswegen geht es nicht weiter. Aber wie gesagt, die Kanadier sind jetzt nur noch Statisten. Wie im Training ziehen die Sowjets ihre Spielchen auf. Bovea ist jetzt fast nur noch auf dem Eis. Er scheint die meiste Kraft noch zu haben. Ja, also, Karl Flütter erzählt es eben von dieser sowjetischen Vereinsmannschaft, die auch in der NHL zwei Siege zu verbuchen hatte. Man sieht, die Sowjets brauchen sich auch in der NHL nicht zu verstecken. Beim nächsten Kanada Cup wird es ja dann wieder zu einem hervorragenden Zusammentreffen dieser Mannschaften kommen. Dann haben nämlich die Kanadier ihre gesamten NHL-Profis dabei und dann werden die Sowjets nicht so leichtes Spiel haben wie heute bei diesem 6:0. Das ist ganz klar. Der Kanada Cup, ja eigentlich das wertvollste Turnier, noch wertvoller als die Weltmeisterschaft, weil bei diesem Turnier wirklich alle Teams mit dem Besten antreten, das sie zu bieten haben. Und Tor, 7:0, Traumkombinationen. Ja, da ist die Freude groß. Auch hier sehen wir einen Pokal, den es anschließend gibt mit Snegovic, dem Schutzpatron. Und hier noch einmal dieses herrliche Tor der Sowjets. Erzielt von der Nummer 28, Dimitri Kristisch. Der 20-Jährige aus Kiew, der Youngster, ein neuer Mann. Das wird Viktor Tichonov freuen. Und jetzt müssen die Kanadier aufpassen, dass es hier nicht zweistellig wird. Weil dann
wird man sicherlich in der Heimat von diesem Spiel Notiz nehmen. Dann wird es böse Kommentare geben und passt das 8:0. Immerhin noch gut 10 Minuten zu spielen hier. Nur noch 3 würde man in der Bundesliga rufen bei den Fans. Hier ruft man Scheibo. 7:0 für die UdSSR. Oh wei, oh wei. Das hatten sich die Kanadier ganz anders vorgestellt. Sie waren ja so gelobt worden von den Experten hier in Moskau. Auch von den Trainern der anderen Teams. Aber jetzt fehlt es einfach an der Kraft. Und nach einem 0:7 ist natürlich auch die Motivation nicht mehr da. 2 Minuten gibt es jetzt auch noch. Zu allem Überfluss für die Nummer 17, Steve Graves. Und ich wage es zu prophezeien, jetzt werden wir ein herrliches Powerplay der Sowjets zu sehen bekommen. Tja, sie wollen, die jungen Sowjets wollen dem Publikum hier im Luschniki Sportpark zum Abschluss dieses Isvestia-Turniers nochmal zeigen, was sie drauf haben. Und dass man den früheren Stars, die jetzt in die NHL gewechselt sind, nicht unbedingt nachweinen muss. Ja, diese 2 Minuten musste man nicht unbedingt geben. Wir haben es hier in der Wiederholung gesehen. Und jetzt sogar Möglichkeit in Unterzahl. Nemes hatte geschossen. Aber keine Probleme für Arthur Irbe, der lange nicht mehr so gemütlich auf dem Eis stand wie hier heute gegen die Kanadier. So, wenn ihm der Fedorov nicht wieder ein Eigentor reinschießt wie in der Schweiz, dann wird er heute vielleicht seinen Kasten sauber halten. Ja, dieses Eigentor, das wird der Arthur Irbe auch nicht vergessen. Er sagte nach diesem Treffer, so ein verrücktes Tor habe ich noch nie kassiert. Es wird wohl noch in den nächsten 10 Jahren in meinem Kopf herumgeistern. Man muss sich die Szene vorstellen. Irbe war etwas aus seinem Tor herausgefahren. Kein Schweizer in der Nähe, dann der Pass an die blaue Linie zu Fedorov, der fuhr aufs eigene Tor und schoss unbedrängt einschießen. Ja, da sind die netten Geschichten aus der Eishockey-Szene. Schön, dass es die auch noch gibt, dass es nicht gar so bitter ernst zugeht. Ich meine, Fedorov war wahrscheinlich nicht unbedingt so glücklich, nachdem er dieses Tor erzielt hat. Aber nun, das passiert auch. Weltklasse-Eishockeyspieler. Ein Trost für die vielen jungen Talente, die einmal so werden wollen wie dieser Fedorov. Ja, ich hatte ihnen ein tolles Powerplay der Sowjets versprochen. Die enttäuschen mich, die Jungs. Man muss doch etwas mit den Prophezeiungen vorsichtig sein. Aber gute Stimmung hier auf der Bank. Der linke Eckzahn fehlt zwar, aber das Lächeln auf den Lippen trotzdem. Krasnenikow mit der Elf beim Bulli. Schreiber checkt da schön vor, jetzt müsste es mal probieren, aber schon wieder den Puck weggezogen. Ja, natürlich jetzt ein bisschen Leerlauf im Spiel. Das ist verständlich, die Sowjets führen mit 7:0. Die Kanadier liegen eben 0:7 zurück. Da weiß man natürlich auf beiden Seiten, dass dieses Spiel längst gelaufen ist. Aber jetzt nochmal die Sowjets. Schwacher Pass und Möglichkeit für die 21, Iperu, der wenig eingesetzt wurde heute. Kein Foul, da war der sowjetische Spieler ausgerutscht.
Oh, Konstantinov verpasst er an der blauen Linie, muss zurückfahren. Korrekter Check von Lavlin. Tja, 7:0. Da ist die Luft raus, das ist klar. Aber alles in allem haben wir sehr, sehr gute Spiele Ihnen übertragen können in den letzten Tagen bei Eurosport. Es waren sogar hochklassige Matches dabei, wie zum Beispiel die Partie zwischen den Kanadiern und der CSSR, dieses 5:4. Auch natürlich der Eishockeyschlager, der ewige, zwischen der UdSSR und der CSSR, da kassierten die Sowjets ihre Rückkehr von Skorodenski. Oh, toll war das nochmal. Die erste Reihe jetzt wieder auf dem Eis von ZSK Moskau mit Vyacheslav Vyko, der Mann mit der 27. Hier sehen wir es nochmal. Aber Skorodenski, er zuckt die linke Fanghand raus. Da hat er den Puck. Aber da hat man einmal gesehen den Unterschied zwischen dieser ersten Reihe bei den Sowjets und dem restlichen Team. Die sind noch eine Klasse besser als alle anderen. Ja, das war ja die zweite Reihe bei der Weltmeisterschaft in Stockholm. So rückt ihr nun auf. Und auch bei der Weltmeisterschaft waren das schon die Leistungsträger. Die erzielten sogar mehr Tore als der erste Sturm. Und da sah man natürlich, das ist die Zukunft des sowjetischen Eishockeys. Und wieder 2 Minuten auf der Bank sitzt noch Graves, der eine 10-Minuten Disziplinarstrafe zusätzlich bekommen hatte. Er muss weiterhin die Bank drücken. Und jetzt noch die Nummer 28 dazu, Brett Schlegel. Hier sehen wir noch einmal sein Foulspiel in der Zeitlupe. Dave King, was er heute alles notiert hat, kann nichts Positives sein. Und jetzt wieder Möglichkeit, Powerplay-Möglichkeit für die Sowjets in Überzahl. Wally Schreiber stemmt sich da noch einmal dagegen. Schön gesehen von Tjurikov. Tifonov schickt jetzt gar nicht mal das Beste, was er hat. Er lässt die Jungen das Tor schießen und da ist es drin. 8:0. Der Mann mit der 21, Anatoli Chistiakov. 27 Jahre ist er alt. Chistiakov, der viermal auf der Strafbank saß in diesem Turnier und jetzt sein erstes Tor schießt. Jawohl, beim 8:0 will auch er sich in die Torschützenliste eintragen. Ja, da ehrt Skorodenski in seinem Tor herum, was will er machen? Die Sowjets waren ein Mann weniger, ein Mann mehr, die Kanadier zu schwach, um sich entgegenzustemmen. 8:0 also für die UdSSR. Keine Regung bei Viktor Tichonov. Tja, Viktor Tichonov wäre auch nicht Viktor Tichonov, wenn er nun jetzt jubelnd auf der Spielerbank stehen würde. Der große Schweiger unter den Trainern. Oh, Lambert, jetzt hat er die Möglichkeit. Aber ganz kurz abgezogen, aber am Tor vorbei. Da merkt man, sie sind gar nicht mehr richtig dabei, die Kanadier. Da kennen wir den Len Lambert ganz anders. Viel dynamischer in solchen Situationen. Jetzt gibt es auch 2 Minuten Strafzeit gegen die Sowjets, und zwar gegen die Nummer 5, Alexei Gugarov vom ZSKA. Der Mann, der sich im Spiel gegen die deutsche Mannschaft eine Boxeinlage mit Markus Beerwanger lieferte. Beide bekamen eine Spieldauer-Disziplinarstrafe, mussten ein Spiel zuschauen. Knapp 5 Minuten hier jetzt noch.
Hier die Chance von Lambert. Und hier Cross-Checking, sagt der schwedische Schiedsrichter. Noch einmal wechseln beide Teams aus. Und jetzt muss er auf die 16 bei den Kanadiern noch auf die Bank. Todd Scooby erkennt ja diese Bank. Er ist der Strafbankkönig im Team Kanada. Dort ist sich Neuntos gesperrt beim Schiedsrichter. Warum, wissen wir auch nicht. Wahrscheinlich, weil er und seine Mannschaft 0-8 zurückliegen. Aber da kann der gute Hakan Björkman aus Schweden halt auch nichts machen. Den Larsen. Und gepfiffen abseits. Odelin wollte da gerade abziehen. Ja, sie sind enttäuscht, die Kanadier, das ist klar. Kein einziges Tor gegen die Sowjets. Zum zweiten Mal haben sie kein Tor erzielt bei diesem Turnier. Es gab ja auch dieses 0-0 gegen die Schweden. Aber noch knapp 5 Minuten ist ja Zeit, um wenigstens einen Ehrentreffer bei Arthur Irbe unterzubringen. Wolli Schreiber, gegen die Deutschen hat er getroffen. Versucht alleine, aber ohne Erfolg. Kraftschuss, Neuaufbau, über Nemchinov. Poutrier checkt ihn da. Endlich mal wieder körperbetontes Spiel und Schreiber. Vielleicht schafft er es noch. Aber völlig kraftlos sind sie jetzt, die Kanadier. Sie werden froh sein, wenn diese Partie hier zu Ende ist. Dann können sie auch Weihnachten feiern. Bisher, vorhin sahen sie noch einmal aus. Schnitte dieses tollen Spieles 5-4. Dann das 4-3. Oder SSR gegen Kanada. Wir haben leichte Bild- und Tonschwierigkeiten derzeit